Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen bei einer weiteren Runde Dread Out mit mir, eurem Nachsack. So, ich habe mal versucht, die letzten Spielchen zu laden, aber es ging irgendwie nicht. Aber ich habe mir auch nochmal ein Video angeguckt gehabt, wo, ja, mehr oder weniger, das ist ein kleines Tutorial-Video, weil es wird einem hier nichts erklärt. Und man weiß auch nicht, dass man Clip, ein Foto machen kann, weil so kann man sich gegen Feinde wehren anscheinend, stand da drinne. Und, dass wir die Kamera draußen haben müssen, um versteckte Gänge sehen zu können. Wie der Gang, der ganz offensichtlich nicht da war, durch den ich nicht durch konnte, weil er nicht da war. Und ja, ich habe bei den Einstellungen auch noch mal ein bisschen was eingestellt, damit es vielleicht noch etwas dunkler und gruseliger wirkt. Nur, so dunkel soll es auch nicht sein. Nimm mal dein Handy, ganz genau. Ach du Scheiße. Nur, wie gesagt, das ist ein bisschen Murks bei dem Spiel. Das ist sogar ganz großer Murks. Weil mindestens ein leichtes Tutorial sollte man eigentlich haben. So, und ich weiß jetzt auch schon, wie es weitergeht. Ich war letzte Folge hier und da hat es blau aufgeleuchtet und ich habe trotzdem keine Ahnung gehabt, was da los war. Ihr seht selber, hier ist nichts. Und dann, schwupps, können wir jetzt hier durch. Ja, wir müssen es einfach nur berühren, weil das habe ich, glaube ich, letztens gemacht, weil da habe ich gar nicht wirklich mit der Kamera geguckt gehabt. Aber was mich noch mehr interessiert ist, ob das klappt, was ich da gelesen habe, zwecks diesem. Hallo? Gehst du jetzt? Zwecks diesem Geist. Ja? Es funktioniert nicht. Es funktioniert! Fuck yeah! Kamera vor die Bin! Wenn wir mal Bilder machen von der, dann haut die ab. War hier nochmal drin? Ach nee. Ach, dieser Popelkäfer. Können wir den eigentlich auch wegfotografieren? Wo bist du? Knuspert hier. Mist! Knuspert hier wirklich auch so eklig rum. Fiese Stechmücke. Der hindert uns auch daran, teilweise das Ding rauszuholen. Ich gehe jetzt mir mal kurz raus. Eine größere Angriffsfläche haben. Na warte. Da war er doch. Mist. Da. Mist. Ja, hier. Das sieht so aus, als ob der auch. Jawohl! Das sah auch immer aus, als ob der irgendwie Anlauf nimmt oder so. Die Frage ist jetzt natürlich, ist der Geist weg oder ist er noch da? Ich gucke mich jetzt hier. Was war das? Ach, alles klar, nur. Irgendwas mit den Felsen da unten. Grafikbugs. Hat sich jetzt was verändert? Das sieht komisch aus. War ich überhaupt letztens drin? Wasserflaschen, geil! Wollen wir dahin? Sieh durch die Tür gegangen oder einfach um die Ecke? Oh, schrei mich dann bitte nicht an. Ja? Geht's hier weiter? Ja. Wow, das sieht krass aus. Clips! Kann ich jetzt hier was machen? Schreibt mich irgendwas an. Ist das ein Teddybär? Für einen Ohrenbär würde ich sagen, eine Katze. Nico! Boah, blutiger Hinter. Ich weiß nicht, warum ich es fotografiere, aber ich hab's mal fotografiert. Im Grunde genommen will ich hier nur raus. Oh, geh doch weg! Die rennt doch gleich auf uns zu oder so eine kranke Scheiße. Kann ich dich auch wegfotografieren? Bist das nächste Topmodel? Freut die sich? Weh, die verzieht gleich das Gesicht zu irgendeiner Grimasse oder sowas. Aber wir können sie nicht wegknipsen. Eh? Okay. Übrigens, das Spiel ist ja eigentlich in Deutsch gestellt gewesen, aber es hat sich automatisch in Englisch gestellt und ich kann es auch nicht mehr wegmachen. Ich wollte gerade sagen, beweg dich, wenn ich dir followen soll. Gerade waren wir gestunt. Aber der tut uns anscheinend nichts, der Geist. Der scheint lieb zu sein, wenn es überhaupt ein Geist ist. Bist du? Ernst, wo bist du? Ist die Tür, die verschlossen ist? Geistermädchen! Nein? Ist die Treppe hochgegangen? Bestimmt bei der Katze da hinten.
voll seltsam. Sind wir jetzt hier richtig? Ey, das war vorher nicht hier drinne. Ja, super Rechner. LAN-Party. Ist hier ein Fernseher angeschlossen? Ja, also, so geht das, Kinders. Nicht am PC anschließen. Direkt am Bildschirm. So, mal hier weiter gucken. In dem Video hatten sie nur gesagt gehabt, Geister fotografieren und man kann mit dem Handy durch Wände gucken oder so verborgene Wände, soll ich jetzt mal sehen. Alter, die Tür war noch nicht offen. Also ich war noch nicht hier oben. Auf zum Machen. Oh. Du bist unsere Freundin. Denk immer da dran. Ich will da nicht hin. Tot? Ist das fies? Die hat die Tür hinter uns zugemacht. Was? Are we dead yet? Ja, das frage ich mich doch. Stehe auf. Und sind überall blaue Kerzen? Ja, danke schön, dass du es mir jetzt sagst, weil ich es erstmal nachlesen musste, weil mir nichts gesagt wurde. Das kritisiere ich jetzt echt an dem Spiel. Ja, ich gehe ins Licht. Habe ich das Spiel damit geschafft? Alter, ist das hell. Was? Oh, wie irre, die lacht. Jetzt weint auch noch irgendwas. Ist unten vielleicht die Tür aufgebrochen? Die verschlossen war. Bitte, bitte, mach nicht wieder irgendwas Seltsames. Eh? I can't leave this place. Warum nicht? You're the only one who can get out of this place. Warum ich die Einzige, die hier abhauen kann? Warum you have to get out of here. Take this key and leave. Now. Ich soll den Schlüssel nehmen und abhauen? Alter, ich kann mich nicht bewegen. Warum sag ich so viel Alter? Mysteriöser Schlüssel. Das war die Tür, die ich meinte. Ja. Wo kommen wir jetzt hin? Oh! 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 Nein, 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 nein. Ist das ein Friedhof? Ist das halt eine Statue? Oh nee, wie sagt japanischer Friedhof oder indonesischer, ist ja egal, hinten asiatische Ecke, wo sie den Schnitzgewehr haben. Scheiße, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das muss doch hier spuken, hier muss doch irgendwelche Monster geben oder so. Schon mal abfotografieren. Was ist das halt für eine Statue? Warum hat die nur einen Arm? Das ist keine Statue, das ist Baumel. Gegner? Wenn ich jetzt da hingehe, was passiert denn dann? Was hat hinter mir geknistert? Hier schmatzt doch irgendwas rum. Hä? Ja? Boah. Guckt euch das Ding an. Das ist doch ein Endgegner oder sowas. Wenn ich da zu nah hingehe, was passiert dann? Oh Gott! Was ist das? Seht ihr uns jetzt vielleicht irgendwas? Minions oder so von dem? Also Schergen? Nein. Ich renne mal etwas schneller hin. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh, ich weiß nicht, ist das Gewitter oder sowas? Auf jeden Fall trommelt irgendwas. Okay, ist das blau? Zwei Kerzen. Was können wir mit den Kerzen anstellen? Oh, wir haben sie ausgemacht.
Was? Müssen wir irgendwo Licht finden oder so? Ich guck mich die ganze Zeit um, ob hier vielleicht irgendwas ist. Nee. Oh Mann, hier knuspert auch wieder irgendwas. Nur die beiden? Natürlich. Kann ich ausknipsen, vielleicht vorne. Da waren, glaube ich. Aber das würde keinen Sinn ergeben. Wir brauchen eine Art Fackel oder so. Mädchen gerade nicht außer Puste. Oh, die Musik klingt so, als ob gleich wirklich irgendwas kommt. Oh, irgendwas aus den Gräbern, das gleich raussteigt. Sieht das eine eklige Hand uns in die Fresse hält oder so. Oh, und es dröhnt gerade. Ich möchte hier nicht sein. Oh, ich dachte gerade, das Viech geht vielleicht von seinem Strick runter und... Keine Ahnung. Gott! Ich höre was atmen! Lass sag nur das Handy raus. Ich hab... Oh! Oh, ich hab doch das Handy gar nicht! Stopp! 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 Warum können wir das nicht? Haben wir denn Schaden zugefügt oder... Nicht dagegen laufen! Ich weiß nicht! Hallo? Da ist doch eins! Drei? Oh Gott! Vier? Ich glaube, wir können das Ding nicht töten! Aber das hat eine sichere Hand! Ja? Hau doch ab! Oh, es kann... Es ist doch... Wir sind voll in eine Falle gelaufen! Sind wir nicht von hierher gekommen? Ist das jetzt abgelenkt oder gestanden? Ja, ist es! Wow! Sind wir tot? Was ist das? Pönner! Lauf! Komm mir aus Humpel! Lauf! Gibt's da noch mehr? Ih, warum wabbelt der so? Sieht ein bisschen anders aus wie sein Kumpel, aber... Oh! Ja? Scheiße! Sehen die Viecher zugematscht oder zugepumpt aus? Wo sind die alle in Säcke gewickelt? War das jetzt schon? Was ist denn ein Schwert da? Okay, wir könnten jetzt auch nicht gelaufen. Kommt jetzt noch ein! Okay, es waren nur zwei Gegner. Die sind gekommen, als wir vom langen August da hinten weggegangen sind. Brennen die Kerzen jetzt? Okay. Das eine wahrscheinlich für mich, dass wir rausgegangen, wenn ich tot wäre. Oh Gott. Ihr wisst das. Ihr wisst genau, was jetzt passiert. Der Typ kommt runter und bringt uns um. Der hat zwar nur einen Arm, aber der ist verdammt lang. Oh Gott. Oh Gott. Geh weg! Geh weg! Das ist auch komplett Lacke. Ich sehe, das blaue Bildschirm springt an. Muss ich fotografieren? Die Hand? Ich komme nicht höher gerade. Das Gesicht müsste drauf von dem Typen. So. Glück. Nein. Was mit den Kerzen? Nein. Okay. Ich kann die eine ausknipsen, aber was bringt das? Hä? Oh! Was bringt das? Wow! Ekliges Matchup am Auge, okay. Some ghosts can only be seen through Linda's camera. Ja, das habe ich mitgekriegt, weil die zwei Onkels eben gerade, die konnte man auch ohne die Kamera sehen. F und B, was? Das habe ich jetzt nicht ganz gelesen. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass die noch in der Zeit erschöpft ist, wenn ich zu lange renne.
Okay. B und V, vielleicht war das dann irgendwie die Kamera. Bisschen so. Was? Bla bla. Konnichi, was? Was machen die da hinten? Warum ist die Qualität so schlecht geworden? Jawohl! Das bringt Stimmung in jeden Horrorspiel. Er hat in der Nase gepopelt. Das catchen die, wie wir jetzt. Oder sich was zu essen. Die sieht japanisch aus. Oder indonesisch. Like the road by our school. Hey, watch out! What? What is it now? Ich glaube, die müssen mal die Brille putzen, wenn sie das nicht sieht. Was anscheinend direkt vor denen ist. Ja? Da würde ich aber auch nicht mehr drüber fahren wollen. Der eine Leitner hat es versucht, aber siehst du selber, die Karre rostet langsam. Ist bestimmt ein Opel. Es ist für 5 Minuten passiert. Ja. Gut, Leute, wir haben es bis hierhin geschafft. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Readout. Bis dahin, auf Wiedersehen. Euer Lastsack.